Fußball an der Spielekonsole boomt. Vor allem für Kinder und Jugendliche gehört Gaming zum Alltag. Und der Bayerische Fußballverband hat in den vergangenen Jahren entsprechende E-Football-Angebote geschaffen. Aber zocken, bis der Arzt kommt? Nicht mit dem BFV. Unsere Kinder spielen alle an der Playstation, ja, das sehe ich bei meinen eigenen Kindern auch. Aber umso wichtiger, glaube ich, ist, dass man auch irgendwo zeigt, welche Gefahren darin bestehen, welche Grenzen wir letztendlich dann einhalten müssen. Vor allen Dingen in der Frage, wie lang zum Beispiel spielst du? Die Frage ist ja auch, was spielst du? Wir haben uns ja sehr bewusst dafür entschieden, dass wir ausschließlich E-Football-Spiele letztendlich begleiten und machen, also nicht da irgendwelche Gewaltspiele, die da mit drin sind. Und da glaube ich, dass auch hier das Thema Schule und E-Football schon eine ganz wichtige Rolle hat, weil auch die Schule sollte dieses Thema bespielen. Und darum finde ich super, dass sich hier heute so viele Schulen und so viele Schüler angemeldet haben, um mit uns gemeinsam dieses Thema zu machen. Es geht um Verantwortung und Gaming mit Augenmaß. Deshalb wird auch das Thema Prävention professionell angegangen. Gemeinsam mit dem Staatsministerium für Digitales mit Judith Gerlach an der Spitze. Die bayerische Digitalministerin weiß um die Stärke dieser Partnerschaft. Der Bayerische Fußballverband ist ein wichtiger Partner für uns in dem Thema, weil wir natürlich als Digitalministerium viel theoretisch darüber sprechen können oder uns bemühen können, auch an die Jugendlichen heranzukommen bei dem Thema. Aber am Ende geht es immer darum, das Ganze einzubetten in Vereine und in Strukturen, in denen sie eh schon sind, in die Bereiche, wo sie Berührungspunkte haben. Und das schafft natürlich der Bayerische Fußballverband extrem gut, kombiniert vor allem das sportliche Element nicht nur im Digitalen, sondern eben auch im Analogen, im wirklich körperlichen Sportlichen betätigen, und das ist eine großartige Kombination. Von daher bin ich froh, dass wir da tolle Aktionen haben. Wie das gelingt, gab es jetzt in der Münchner Allianz Arena zu bestaunen. 130 Kinder und Jugendliche bekamen einen besonderen Schultag präsentiert. Gaming, Workshops, Diskussionen, Input von echten Gaming-, Sport- und Suchtexperten. So geht sinnvolle und altersgerechte Präventionsarbeit. Da helfen dann auch Internetpromis gerne mit. Ich finde es sehr wichtig, dass da auch auf der Ebene sich damit beschäftigt wird. Ich meine, wenn man sich umschaut, mittlerweile zocken ja so ziemlich alle Altersgruppen. Also ich glaube, dass da jetzt mehr Generationen auch noch heranwachsen, die dann bei denen das Ganze schon Normalität hat. Ist ja zum Teil jetzt schon, dass auch ältere Personen sich dem Thema widmen. Dementsprechend finde ich es wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Und wir sind ja auch heute hier, um neben den Vorteilen auch so ein bisschen die Risiken mit zu betrachten. Also gibt natürlich immer zwei Seiten. Muss immer ein gesundes Maß sein, sage ich mal, wie bei einem anderen Hobby auch, wie beim Fußballspielen. Zu viel ist dann auch nicht gut. Deswegen, solange man es im richtigen Maß macht, glaube ich, passt es sehr gut.